einmal da so. Ich habe
Dinge wie zum Beispiel segmentell betätigte Getriebe auf jegliche helfende elektronische Fahrhilfe. Wochenende auf den Rest der Strecke geht. Unter Mark Längerer kommen wir aus dem Motorsport, da war in vielen oder mehreren Funktionen tätig. Fahrer einer Motormaschine auf Einfahrer im Seitenwagen. Ich kann mir vorstellen, dass man da einigen Mut dazu braucht. Und das. Aber da ist ein Wiedereinsteiger nach längerer Zeit. Der hat sich mal den Bergentor in einem Kampf ausgeschaut. 06. Ja, es kommt an der Mosel. Hatte, um hierher zu kommen, auf Holzfeld. Später werden wir auf seinen Junior, den Patrick, auf Porsche sehen. Lasse Nummer 3. Fahren von Erik Schablowski aus Luxemburg. Ja, da müsste die Reihe eigentlich sein, an Laura Rauscher, Mittellange in Luxemburg, am Präsident der Union der Piloten und dem Orga-Chef des European Youth Race in Hector. Ja, da kann man eigentlich nur sagen, Hut ab. Und ich denke, es war ein glückliches Geburt. Das wäre der Rennsonntag sehr, sehr gut. Das Besuch. Dieser Rennsport geschehen. Ja, die Motortechnik. Reihe 3. Traditionellen Politikerklasse wurde dritter Spieler und Gewinner der Klasse A. Schützen an Motoren, natürlich auch die Familie oder die Pflege von des Fabi Polo oder seines Escort Cosworth. Ja, damit werden wir die Gruppe wechseln zur den Rennstart von Gino Cruz auf dem Citroën DS3 der 3T. Wir haben 1995
85 und fortgesetzt. Du musst ja die Segel streichen. Z-Meister. Und alle, die jetzt unterwegs sind, sind natürlich gerannt durch sehr gemeine Zeit. Mit einem Auto, das er verworben hat, als Luftkarosse, hat er jetzt selbst neu aufgebaut. Seiner Klasse in Eschdorf. Nach meinen Erkenntnissen dort auch sein erstes Werk und gelesen, zumindest die Teilnahme an einem ersten Haus und einem Rennen. Das ist mittlerweile befindet. Der fünfte war in Eschdorf. Gesucht nach irgendjemand, der ein Schweizer hat. Das wurde auch gefunden. Zwei freundliche Herren auf einmal. Dann hat sich eben herausgestellt, so oben an der Strecke, da ein Luftburg-Wolken, die ganz große Rennroutine. Einen Millimeter an Ideallinie hier schenken möchte, geht das Risiko ein, hier eventuell einen Reifenschaden einzuhandeln. Oder fahrt sauber drumherum und dann ist laut weiter in der 2 Liter Klasse in der Gesamtwertung 5. Vorderen Platzierungen. Hamburg.
war, glaube ich, so ein bisschen Porsche Time. Also das ist dann womit wir ein bisschen traditionellen Tourenwagen da drunter streuen und dann ist das Vorschefeld sehr schön worden. Zu Hause. Wir sind 22 zusammen mit Marcel Hellberg im Bereich Slalom. Ich war auf die Beine und er und der Marcel ist zusammen unter 5. Platz Nummer 1. Graben Steffen von der Schwäbischen Alb. Wir sind mit der KW Spitz. Hier noch vor 16 wieder. Im Moment stark und sehr gut fahrbar. Der Autohausbetreiber, Inhaber aus dem Landkreis Haarweiler in Grafschaftsamt. Wolfsfeld bei der Auflage 2024 am Sonntag mit dem Trainingstag am auf die ich sehr gespannt bin, denn ich habe eine Walter Ferner aus Fettchen im Internet, der vorher der Wohnung angestellt ist. Hier. In dieses Spaßmobil hinein, da kommt ein Like, knapp über 200 PS drauf, die Power wird geholt. Diesen Tracking RC 0 in MB. Ein Auto, mit dem man hier in Wolfsfeld auch schon Gesamtsiege fahren konnte. Lange Zeit auch mit dem Anlass. Ausführung hier zum KW Berghaffel, wir werden es gleich wiederhören. Gestartet jetzt bei den Rennsportfahrzeugen Frank Maas aus Luxemburg. Ja, in der Technik und auf dem Ursula PA 2000. Er hatte im vorigen Jahr in Osnabrück einen auch eingeteilt wurde. Dann, wie gesagt, wie Uli schon gesagt hat, wir sehen hier die Startlinie von unserem Sprecherkasten aus nicht. Aber ja, da kommt er schon. GHC ist ein Fahrzeug, ja, das er selbst konstruiert hat und immer weiterentwickelt bei seinem Renault 2 Liter Motor. Die älteren Semester Vater erinnern, Karl-Heinz Konrad, die andere Gruppe gehört, aber hier, ja, der noch dabei ist. Heute im Training ist das kein Problem. Hier noch Gianello angemieteten roten Lancia Delta S4. Jetzt auf der Strecke. Er ist jetzt. Und da werden wir schon wieder in Niedersachsen
sehr nördlicher Bergrennfahrer sozusagen. Früher im KW Berghaus am Start, mit früher eine Hochburg des Bergrennsports Hildenburg, da gab es auch Bergrennen. Lange Jahre gibt es leider nicht mehr. M20-4 auf den ersten Auftritt des Vorjahressiegers Patrick Zajelsnik, der jetzt hier kommen müsste. Wie gesagt, Fahrzeug hier gleich mal eine der ersten Top-Zeiten vermelden können. Morgen einen der vorderen Plätze im Gesamtklassement bewegen wird, nämlich Bastian Voss auf dem Formel-Master, 2-Liter-Fahrzeug mit Honda-Motor, Lara World Series Auto. Er sucht natürlich hier auf der recht langsamen und engen Strecke nach mehr Aerodynamik. Er hat extra für dieses Rennen ja, die Teilnehmer kommen hier nicht ganz der Reihenfolge nach. Und ja, Bernd Zimmermann aus Hamburg hier eine weite Anreise. Und ich kann euch sagen, hier Ortsausgangs von Wolfsfeld wird es immer spektakulärer. Ich denke, da werden wir morgen auch spektakulären Rennsport sehen. Und ja, das ist hier auch Erwin Buck. Er ist ja ein Phänomen, kann man sagen. Ich habe ihn letztes Jahr hier auf der Strecke gesehen und es ist eigentlich unglaublich, was der Erwin mit diesem 2-Liter Gruppe A-Fahrzeug, ja, E1-Fahrzeug hier auf der Strecke veranstaltet. Sehr, sehr gut unterwegs. Ich habe ihn gesehen in verschiedenen Kehren. Es ist unglaublich, wie dieses Fahrzeug wie auf Schienen um die Ecken geht. Und er war auch vor 14 Tagen in Eschdorf.